Ich habe immer Schichten für je zwei Dupes, damit auf jeden Fall immer alle die Duschen benutzen können. Okay, kann man auch machen, klar. Hatte ich auch schon mal ausprobiert, hat bei mir aber nicht so gefruchtet. Grafikbug, okay. Ich frage mich sowieso gerade, warum die jetzt hier jetzt nicht so wirklich weitermachen. Das ist Kupfererz. Ach so, Kupfererz fehlt hier natürlich. Wir müssen mal sehen, dass wir Kupfer nochmal irgendwo aufsammeln. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Kupfer. Vielleicht sollten wir uns mal hier so rüberbuddeln. Das sollten wir auch mal tun, weil ich habe hier noch nicht wirklich viel an Kupfer investiert. Hier können wir auch noch mal rüber. Ist auch noch mal ordentlich Kupfer dran. Auch mal dringend aufräumen. Ich habe hier eigentlich schon einen Container für organisches. Algen. Eierschale, Schleim, verrotteter Haufen. Ja, müssen wir mal die ganzen Sachen auch nochmal einbauen. Brauchen Kupfer. Das ist nämlich das Problem. Wir werden zu wenig Kupfer. Haben wir Rohmineralien? Rohmetalle. Kupfer als 2400. Das müsste aber eigentlich. Weil nachher vielleicht hier ein bisschen Kupfer bei dem einen oder anderen Kabel fehlt, aber eigentlich sollte es erstmal reichen. So, hier kann mich dann sonst das Kohlenstoffdioxid einmal nach unten fallen. Man sieht ja schon gar nicht verkehrt aus. Hier war vorher schon wesentlich mehr Kohlenstoffdioxid. So. Haben wir gleich wieder ein bisschen mehr Kupfer. So, wir haben auch noch einen Duplikanten, aber ich glaube nicht, dass wir einen Duplikanten einsammeln. Oxylit. Flatulenzen, Biogefährdung, Flatulenzen. Nope. Aber Oxylit können wir mal nehmen. Das Forum sagt, dass das Update vermutlich schon in einer Stunde da ist. Ja gut, also wie gesagt, ich hätte da schon ganz gerne reingeguckt, aber letztendlich spielen wir ja schon mit dem neuen Update. Also denke ich nicht, dass da so viel Neues zukommt, dass es jetzt kriegsentscheidend ist. Machen wir sonst beim nächsten Stream. Tut ja nicht weh. So, wunderbar, dann kriegen wir gleich ein bisschen Kupfer. Bei den intelligenten Batterien, da sind sie jetzt schon am, waren sie jetzt gerade eben am Forschen, sind sie gerade eben fertig geworden. Weil die intelligenten Batterien haben wir schon. Da, intelligente Batterien haben wir schon. Kann ich aber gleich mal gucken, was sie erforschen können. Metallraffinerie produziert veredelte Metalle aus rohem Metallerz. Könnten wir, sollten wir? Produziert Sand aus rohen Mineralien. Ineffizient. Espressomaschine. Rohrgastemperatursensor. Der Kohleofen liefert dann 900 Watt statt 600 Watt. Kommt schon ein Unterschied. Okay. Was ist das hier eigentlich? Arcade? Achso, ein Arcade. Ich tendiere ja eigentlich zum Schmelzen. Ich glaube, ich werde mal Schmelzen erforschen. Erstmal. So.
So, wie gesagt, ich soll hier oben schon mal ein bisschen vorbereiten. Das kann ich natürlich tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon getan habe. Ich hatte doch... Station hatte ich. Da brauche ich allerdings veredeltes Metall für. 200 Kilo. Dann könnte man das sonst hier schon mal hinbauen. Und hier müsste man vielleicht nochmal irgendwie eine Wand ziehen. Das müsste man sehen. Ich würde ganz gerne das hier erstmal... Den können wir erstmal abbauen. Den können wir erstmal zerlegen, weil der ist jetzt sowieso gerade leer. Das würde sich eh nicht lohnen. Die Batterie lassen wir nochmal. Ich würde auch ganz gerne... Ja, ich habe... So mit Viehzucht anfangen, weil wenn wir natürlich hier diese ganzen Hatches haben, da können wir sie zum einen züchten und zum anderen auch als Kohleproduzenten nämlich auch gleich einsetzen. Ja, ich habe so vieles momentan hier. Auftrag zugewiesen. Kilo. Was haben wir an Metall da? Ach, guck mal, 4 Tonnen. Also eigentlich... Eigentlich müsste sich so ein bisschen was tun hier. Gut, hier müssen wir auch nochmal fertig werden. Ja, es ist... Dauert. Obwohl, das ist eigentlich schon fast noch wichtiger hier, der Kamerad. Isoliert ist es schon. Das ist schon mal fein, aber... Ja. Hat eine Sauerei gemacht. Was? Was? Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Halt, 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 halt. Das ist nicht gut. Wir hatten die Mega-Prio hatten wir drin, ne? Mega-Prio. Ich meine, er wird da vielleicht noch nicht ersticken, aber bevor er es tut oder irgendwas anderes passiert, muss ja auch nicht sein, dass er sich da einnässt. Ach, aber bauen kann er wenigstens noch, weißt du? So. So, alles gut. Ich will ja nur sicher gehen. Nicht, dass er nachher hier noch erstickt. Muss ja auch nicht sein. Kohlenstoffdioxid verflüchtet sich hier auch so langsam. Okay. Schaut das überhaupt aus mit dem Wasser an der Stelle? Warte mal, was wollte ich gucken? Da. Kommt natürlich kaum was an Wasser nach, ist logisch. Wir müssen mal sehen, dass hier so langsam mal ein bisschen Strom kommt. Wir haben hier so viele Sachen, die hier gebaut werden müssen. Das muss auch fertig. So, alles mal schön auf Prio setzen, damit wir ein bisschen Wallung machen, die Kameraden.
das hier eigentlich schon mal... Schon mal auflösen, das Ganze. Die Batterie brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die ist jetzt sowieso leer. Zerlegen. So, dann können wir eigentlich auch gleich mal Stromkabel. Das können wir eigentlich mal komplett abbauen. Zumindest den Kram. Ich bin noch gerade im Überlegen. Da können wir eigentlich das hinbauen. So. Die müssen echt mal ein bisschen Gas geben hier. Ah, guck mal, hier passiert schon was. Das ist gut. Guck mal, das ist das, was ich meinte. Hier zeigt das an als kleines, normales Kabel. Und eigentlich ist es ja ein normales, großes Spannungskabel. Eigentlich soll er ja nur von dem fetten Kabel abgehen und dann halt in die Maschine rein. So war ja eigentlich mal der Grundgedanke dahinter. So, dann machen wir weiter Strom. Das Goldamalgam ist natürlich... Ich werde das mal hier oben längs ziehen. Was? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ach so, wegen. Alles klar. Kamil, herzlich willkommen. Willkommen in der Community. Viel Spaß hier beim Zuschauen. Und ja, wie du siehst, wir spielen ein bisschen Oxygen. Und aber auch andere Sachen passieren auf dem Kanal demnächst. Auch in den Granulator rein, weißt du? Ja, nee, das ist, den habe ich, das war ja mal ein stark, das war ja mal, guck mal, man sieht es, wenn du das hier anklickst, das war ja so ein Kabel. Witzigerweise, ich weiß nicht mal, was er denn hier ändert. Da setzt er das jetzt wieder so, okay? Starkstromkabel. Ja, es ist kein Emergency. Ja, das ist, hat er natürlich als Emergency gemacht. Er soll ja kein Emergency machen. Ist ja Blödsinn. So, hier vielleicht mit Kabel runter. Ich würde das ganz gerne alles einmal wegbauen. Eigentlich. Eigentlich alles mal wegpflücken. Weil wir nämlich dann mit dem Kabel da runter können. Ich brauche doch kein Emergency. Na. Dann macht halt Emergency. Ihr solltet doch kein Emergency machen. Gut, dann machen wir gleich mal die Kabellage. Wolframit können wir aus Gold. So. Ah, damit ihr mal mit dem Scheiß. Ich will da keinen Alarm machen. Guck mal, das ist nämlich so das, was ich meine. Der setzt nämlich automatisch dann dieses kleine Kabel. Wenn ich auf Abbrechen gehe, dann setzt er es nur hier vorne hin. Das ist echt bescheiden, ist das. Ich weiß nicht, warum er das macht. Und ja, macht er jetzt trotzdem wieder Alarm. Das ist Schwachsinn. So. Jetzt ist es eigentlich so. Jetzt ist alles gut. Strom ist drauf. Jetzt zeigt das trotzdem noch an. Das ist totaler Humbug eigentlich. So. Das ist okay. Das soll es ja eigentlich auch sein, so wie es jetzt ist. So, wie ist das jetzt hier? Da hast du immer noch Strom. Abbruch. Das ist totaler Humbug. Warum macht er das einfach nicht? So, das machen wir Priorität 8. So. Vielleicht setzt er das jetzt mal endlich um. Nein. Du musst dort die Kabel immer mal austauschen. Ja, das sehe ich selber, aber das Lustige ist eben halt,
wenn ich mit dem Kabel, wenn ich mit dem dünnen Kabel aufs dicke Kabel raufgehe, dann macht er das ja. Also, dass ich es austausche, ist schon klar, aber er macht das teilweise auch automatisch, dass er einfach automatisch das überschreibt, sozusagen. Jetzt habe ich natürlich die ganzen Batterien gesetzt hier. Da hätten wir mal gleich die intelligenten Batterien setzen müssen. Das haben sie noch gar nicht. Doch, das haben sie erforscht, ne? Haben sie es erforscht? Intelligente Batterien, die ich natürlich noch nicht bauen kann, weil ich kein veredeltes Metall habe. Kupfer zu Kupfer. Was brauchen wir denn pro Batterie? 200 Kilo. 200 Kilo. Das sind also 600.200. 1200 Kilo. Quantity. Ja, Moment, das sind immer 100 Kilo. Er kriegt einmal 100 Kilo raus und 200 brauchen wir pro Batterie. Also 2, 4, 6, also 12. Ja, doch, ja klar, natürlich 12. 12 muss ich machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Jetzt mal hier die ganzen Kabel wieder ziehen. Haben sie das wieder auseinandergepflückt alles? Ja, sehr gut. Sehr schön. Dann machen wir nämlich da auch gleich wieder die Kabellage hin. Standstromkabel. So, dann ziehen wir das einmal zumindest bis hier. Nein. So, da ist das. Ziehen wir erstmal bis hier, würde ich sagen. Und dann machen wir unsere Zuleitung fertig. So, einmal Kabel. Das ist so das, was ich meine. Wenn ich jetzt hier diese Verbindung rüberschmeiße, ne? Ich sage jetzt so hier, ich will so Kupfer. Jetzt schmeiße ich hier die Verbindung rein. Hier zeigt das jetzt richtig an. Da zeigt das jetzt richtig an. Aber er baut es nachher mit einem kleinen Kabel. Das ist nämlich das Problem bei der Sache. So, den ganzen Schmodder können sie eigentlich auch gleich abbauen. Das können sie dahin bauen. Das hin bauen. Das können wir abbauen. Das können wir da rübersetzen. Das können wir rübersetzen. Das können wir abbauen hier. Zerlegen Stromkabel. Das können wir so lassen. Das können wir komplett abbauen. So, das weg. Das weg. Das zerlegen. Dann haben die Strom. Da ist da Strom drauf. Da passt das. Da Strom drauf. Hier ist alles gut. Da ist alles gut. Hier müssen wir gucken. Okay. Ich hoffe, das machen sie so. Die kleinen Kabel direkt ans Fette geht nicht. Ach so. Das ist aber ein bisschen... Ja gut, genau gesagt, im realen Leben würde es ja auch nicht gehen. Da hätte es ja auch zwischendurch eine Verteilung. Das ist richtig. Okay. Wie gehen wir denn von den fetten Kabeln auf die dünnen Kabel? Wie machen wir das denn? Brauchen wir dafür denn extra... Also ich meine, ihr seht ja, was ich will. Ich möchte ja einfach die fetten Kabel einfach mitten durchziehen, damit wir eine zentrale Zuleitung haben. Das ist ja mein Ansatz. Wie kommen wir denn da raus? Wie Saruman schrieb. Was hat denn Saruman geschrieben? Du brauchst Transformatoren. Alles klar. Du brauchst Transformatoren. Bedeutet, die gleichen reichen für einen... Gut, ich brauche einen Transformator. Okay. Das macht Sinn. So, was ist das? Energiekapazität, Wärme 1000. Leistungstransformator. Energiekapazität 4 Kilojoule, 1000 Joule. Jetzt bräuchte ich ja theoretisch den kleinen.
Müsste ich denn auf jeder Etage jetzt einen Leistungstransformator bauen? Dann müsste ich aber tatsächlich auf jeder Etage müsste ich eigentlich ein. Du machst einfach mit den dicken Kabeln die Stromerzeugung. Ja, das ist ja klar. Wir haben ja einmal die Stromerzeugung, die läuft hier rüber. So. Das ist das fette Kabel. Das wollte ich einmal hier runterschieben. So, dann gehe ich hier mit dem fetten Kabel letztendlich auf diese kleinen Leistungstransformatoren und von dort aus dann in die Stromkreise rein. Ja, so verstehe ich das jetzt. Frage ist eben halt nur, müsste ich jetzt auf jeder Etage. Und du benutzt die kleinen Transformatoren für kleine Stromverbindungen bis 1000 Kilojoule. Ist mir auch klar. Würde jetzt aber bedeuten, ich müsste entweder auf jeder Etage so ein Ding setzen oder setzen wir einfach nur, sagen wir mal, hier oben den Transformator und hängen da alles dran. Das würde aber ja auch nicht funktionieren, weil das ist ja immer nur für 1000. Ist ein eigener und du packst. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen umdisponieren. Wir brauchen hier also Transformatoren. Transformatoren, kleine Transformatoren brauchen wir. Wie viel Platz nehmen wir weg? Das ist 3, 2. Sieht immer nach 2 aus. Ah, gut, da müssten wir sehen, wie wir das am besten wuppen. Den ersten können wir hier vorne schon mal hinsetzen. Zum Beispiel hier. Den ersten könnten wir da hinbauen. Und gehen dann mit der Zuleitung hier runter. So, Abbruch. Dann machen wir das mal eben weg. Dann machen wir die Stromkabel, zerlegen wir einmal hier. Können wir eigentlich bis hier zerlegen? Ich muss ja hier sowieso nochmal rüber. Ha, Genie, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Das also nicht. Da müssen wir gleich das mal abbauen. Jetzt haben wir das ja schon mal gebaut. Das ist halt so. So, dann würde ich nämlich dann hier mit dem normalen Kabel rausgehen, dass wir die beiden hier versorgen können. Einmal Stromkabel weg, zweimal Stromkabel weg. Oder wir machen das noch ganz anders. Wir setzen hier nochmal einen Transformator hin. Das wäre jetzt ja Blödsinn. Dann können wir die nämlich mit versorgen und den ganzen Strang. Dann machen wir das nämlich da. Bauen wir da nämlich einen Transformator mit hin. Das wäre ja nun Blödsinn. So, dann setzen wir den da hin und einmal da hin. So, dann machen wir nochmal noch Starkstromkabel. Das ist blöd. Können wir den eigentlich mal abbrechen? Machen wir es denn? Machen wir den mal dahin. Dann nehmen wir einmal das Stromkabel. Gehen da drauf. Und dann gehen wir nämlich hier einmal runter. Ich glaube, das ist ein bisschen besser gelöst.
Also 120 Watt, 120 Watt, 120, das reicht ja locker. So, dann gehen wir hier raus. Versorgen den. Und versorgen den. So, dann ist das schon mal safe. Hier gehen wir auch raus. Gehen hier runter, versorgen den mit. So, was haben wir hier alles? Da haben wir 120 Watt, 100, also 360. 360, 120. Ja, da würde ich schon fast einen eigenen Trafo für nehmen hier. Da müsste ich nur wieder mit Stromkabel hier wieder längs gehen. Warte. Dann machen wir das doch mal mit einem neuen Trafo. Den packen wir hier hin. Gehen wir uns da mal runter. Ich baue mir hier wirklich wieder alles kaputt. Ich merke das schon. So, darum. Dann nehmen wir nochmal da das Kabel und gehen dann hier runter und versorgen den Strang hier. So könnte man das machen. Gut, hier hätten wir natürlich auch noch eine Zuleitung. Die können wir theoretisch natürlich wegreißen. Und auch praktisch natürlich. Da ist überall Strom drauf. Guck mal hier, Massage. Bitte. Zeig mal das Deko-Overlay. Das können wir gleich mal machen. Ich wollte mal gucken, ob das hier erstmal funktioniert. Aber das scheint ganz gut auszusehen bis jetzt. Hier ist es noch nicht gebaut. Okay, hier ist es auch noch nicht so schlimm. Hier ist es noch nicht gebaut, aber das passt auf jeden Fall. Achso, hier müssen wir natürlich noch einen Trafo bauen. Den könnten wir natürlich noch hier irgendwo mit draufklemmen oder hier mit draufklemmen. Müssen wir hier natürlich nochmal so runter. Das ist natürlich auch doof. Geht gleich los mit dem Dekor. So, bauen wir das mal weg. Dann können wir hier sonst einmal runter. Es sieht natürlich tierisch bescheiden aus. Oder wir bauen da einfach einen Trafo. Wir bauen einfach einen Trafo hin. Wir bauen einfach einen Trafo hin. Das ist jetzt auch egal. Ob ich nun den einen Trafo noch mehr habe oder nicht, ist eigentlich vollkommen Wumpe. Mal abgesehen von dem Material, was wir verbrennen. Aber das passt schon. So, Strom. Zack. Wir haben noch wieder ein bisschen Kupfer einsammeln. Jo, und dann nehmen wir das normale Stromkabel. Packen wir also mal Stromkabel da hin. Stromkabel da weg, da weg. So. So, wunderbest. Deko-Overlay. Deko-Overlay. Wo haben wir es denn? Da haben wir es, Deko-Overlay. Das Rote ist das neue Grün. Ja, das Rote ist das neue Grün. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier jetzt gerade so... Ach so, jetzt weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Das ist natürlich, stimmt, hast recht. Das ist natürlich mit dem Kabel, ist das ein bisschen doof. Was ich gar nicht verstehen kann. Ich meine, ich bin ja nun selber vom Fach. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand ein Stromkabel hässlich finden könnte. Also ich finde ein Stromkabel wunderschön. Wirklich wunderschön. Ne? Aber es ist auch blöde gemacht. Guck mal, wenn ich jetzt da jetzt ein Kabel hinschmeiß. Meine Zuleitung brauchen wir hier oben ja sowieso. Ich könnte natürlich das ganze Kabel natürlich wegschmeißen. Weil das Kabel brauchen wir natürlich jetzt hier nicht. Also zumindest hier oben nicht. Das stimmt natürlich. Könnte ich das eigentlich mal komplett wegreißen. Das braucht kein Mensch. Ist aber auch blöde, finde ich, weil du musst ja, da musst du wieder irgendwo einen Bereich dir wieder zurechtbauen, musst du wieder irgendwo einen Bereich zurechtbauen, wo du die ganzen Transformatoren stehen hast, wo du die Transformatoren wieder, wo du die Zuleitung dafür dann wieder, weiß der Geier, wohin ziehst. Es ist auch ein bisschen,
Das macht alles so rot. Was ist das? Rotes Kabel. Was tut es? Es macht alles rot. Ja. Wenn das immer so einfach wäre. Guck mal, im realen Leben hast du dann vielleicht eine graue Ader, eine schwarze Ader, eine blaue, eine grün-gelbe. Und das wird ja auch nicht immer alles grün-gelb und nicht alles blau und nicht alles schwarz. Es sei denn, du fasst da an. Dann könnte es vielleicht schwarz werden. Aber, also für dich. Naja, aber ansonsten, hä? Die stellen sie aber auch an, die Dupes, das sehe ich auch so. Ich sag ja, ein wunderschönes Kabel, weißt du? Und die stellen sich so an. Weißt du, ich mache alles für sie, ich baue hier überall Strom hin, ich mache alles, tu alles. Und wir haben, ja, Kohle haben wir schon da. Ach, effiziente wollen wir auch nochmal bauen. Ich wollte eigentlich die effizienten Batterien nochmal bauen. Wäre jetzt vielleicht sogar der richtige Moment für...